Da war sie, die letzte Tröte in den Vorläufen. Die Susanne Verwieger, ganz in Weiß hier von der Uni Duisburg, auf der ersten Bahn unterwegs zum Superstart wieder für Krone Flowfighter. Die haben ja hier heute schon zweimal die absoluten Topzeiten gefahren. Und dann geht es weiter auf der Bahn 3, Slava vom Meinricher Kanu Verein bzw. Club. Sind hier unterwegs und ganz außen in Rot die Schwarzfahrer der Verkehrsbetriebe. Krone Flowfighter und das Team Slava, sie zeigen ihren guten Zweikampf auf den Bahnen 2 und 3. Mit einer 1:03er-Zeit liegt ja Krone Flowfighter heute ganz weit vorne, was die Rennergebnisse betrifft. Tagesbestzeit halten sie immer noch die Damen und Herren von Krone Messtechnik, die seit Jahren hier auf der Außenbahn unterwegs sind. Auf der 3 macht Hacker im Steam Dragon. Wollt ihr jetzt live filmen oder? On the fly. Achtung, die Boote! Attention! So, und auch für diese vier Teams heißt das erstmal dritter und entscheidender Vorlauf. Ganz vorne Starmix in Gelb und daneben das Sinalco-Boot im eigenen Sinalco-Boot hier unterwegs auf der 2. Dahinter HKM Steel Dragons und Vier zurück. Die vier zurück, bitte. Alle zurück.
Achtung, die Boote. Attention. Konzentration hier bitte. Hallo. Drei vor. Nee, der bremst doch. Eins vor. Zwei Stopp. Eins Stopp. Achtung, die Boote. Attention.